Sieht gut aus, Rock. Ihr beiden nicht. Ja, wir hatten einen Freund. Ich weiß. Er war ein super Typ. Wenn wir nicht gewesen wären, hättet ihr... Hätten wir was? Vielleicht keine Stellung bezogen? Wovon sprichst du, Rock? Ich habe mich entschieden und mich euch angeschlossen. Und es war mir eine Ehre. Ich würde das auch um nichts in der Welt ändern wollen. Nicht mal für eine Minute. Also, Slanja. Slanja. Wisst ihr, irgendwie war er ein knallharter Hund, oder? Shit, er war in Eastwood. Charlie Bronson. Duke fucking Wayne! Duke fucking Wayne! Menschen erbauen etwas, dann sterben wir. Das liegt in unserer Scheiß-DNA! Nur darum sind wir hier! Und wenn alles irgendwann einstürzt, dann bauen wir es auf der Stelle wieder auf! Aber diesmal größer! Besser! Seht euch an, was wir erschaffen können! Seht, wie beschissen großartig wir sind! Denkt ihr, die das erbaut haben, hatten es leicht? Harte Männer! Die hart geschuftet haben! Und davon kriege ich gleich einen harten! Aber nicht irgendwie schwul oder so. Nein, nein, natürlich nicht. Ja, versteht sie von selbst. Ich habe ihn so satt! Diesen Selbsthilfe! 12 Schritte! Übrig gebliebene Alt-Hippie-Generation Schwachsinn! Die wollen nicht, dass du irgendwas anstellst. Ist einfach da! Trink nicht! Rauch nicht! Fahr nicht zu schnell! Leckt mich am Arsch! Scheiß drauf! Macht, was ihr wollt, sage ich! Glaubt ihr, Duke Wayne hätte die ganze Zeit bei dem Scheiß-Therapeuten gesessen und über seine Gefühle gequatscht? Verfickte Scheiße natürlich nicht! John Wayne hatte, als er starb, 5 Pfund unverdautes, rohes Fleisch in seinem Arsch! Das nenne ich einen Mann! Echte Männer verbergen ihre Gefühle! Und warum? Weil es andere verdammt nochmal nichts angeht! Männer heulen nicht! Männer jammern nicht! Männer hauen dir in deine verdammte Fresse und sagen... Danke, dass du gekommen bist.